Hey Leute, falls ihr nach dem Video noch nicht genug von Furkis Content hattet, checkt das neue Video auf Furkis Clip-Kanal ab und lasst dort gerne ein Like und Abo da. Hä, wieso ist nicht mal 9 Uhr und ich bekomme schon meine Rewards? Ich spüre, heute ist es soweit, heute wird was gezogen. Digga, also wirklich, ne? Langsam muss man auch mal was Gutes ziehen, sage ich bei den Rewards hier. Langsam muss man auch mal was ziehen. Welche Vision darf man sein zum Einladen? Lass sagen, ab Division 3. Der Bruder ist Division 4. Egal. Das geht ja Patchkin in der Verarsche. Digga, die haben auch gesagt, dass diese Tiefe gepatcht hat. Es hat einfach gar keinen Unterschied gemacht. Es hat wirklich gar keinen Unterschied gemacht. Also, es ist immer noch der Bug da. Du machst 90er Tiefe rein, drückst Pause, Spiel steht immer noch 70. Das ist so geistkrank. Also, ich verstehe auch nicht, wie das geht. Autos können heutzutage einfach von alleine einparken, Bruder. Aber das geht nicht jetzt, oder was? Also, ich verstehe das nicht. War das dieses letzte Jahr? War das so safe nicht so? Du kannst immer auf mich sehen. Aha. Rodrigo. Ey, Real Madrid ist so schlecht, ne? Ja, wir konnten wieder nicht über Real Madrid reden, aber Real ist echt, also, boah. Real spielt am Samstag um 14 Uhr? Wow, what? Aleikum Salam Urjan. Warum spielt Real Madrid um 14 Uhr? Walkout. Ancelotti sein wird. Moin Bones. Ist eigentlich die Tage was passiert, Chat? Also ich war gestern und vorgestern ja in München. Ist da irgendwas passiert? Wir haben uns gehört, dass wir bessere Rewards haben, aber wir sind genauso schlecht. Ja, die haben es echt geschafft, dass man einfach nur auf Papier alles den Bach untergegangen. Und weiter geht's. Aha, ein Trailblazer, eine Frau. RV. Das ist Bronze. Bronze. Trailblazer. Carvajal und Bronze. 4-4-1-1, gute Taktik. Ja, kann man machen. Also in diesen Picks kann es halt scheppern, aber irgendwie scheppert es da nie. Ja, ja, ja. Das ist einfach sinnlos, Bruder. Du hast einen Kamavinga, dann lass Kamavinga da spielen. Wer hast einen Tchouaméni, dann lass Tchouaméni spielen, weil du hast zu viele andere Spielertypen, die wichtiger sind, als beide von denen auf dem Platz zu spielen. Mach diesen Tchouaméni komplett raus, mach Kamavinga dahin oder mach Mondi raus, spiel Kamavinga LV, aber spiel nicht Kamavinga und Tchouaméni im Mittelfeld. So, 5er Schlusspick. Mülleimer. Müll, 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 leider Müll. Ja, und Samba. Samba de Janeiro. Elias und D Gamer, danke für eure Follows. Ah, Zakaria Trailblazer. Bell 3 Millionen, okay, krass. Guten Morgen, Vegeta. Oh, jetzt kommt ein geiler Song. Jetzt kommt der Star aus dem Block, als wenn er Mario zockt. Haaland? Erling? Erling Haaland. Das kann doch nicht sein. Und rein da. Kinotypen an der Dings fragst, läuft hier, kann man hier einen Film gucken? Zeige ich dir ein paar Sachen. Ja, so. FIFA schon ziemlich am, überall zu hören. Du kannst in der Einzelne plus jemand nur irgendwas, wo Hype bringt, echt schade. Digga, ich verstehe EA Sports nicht. Ich habe schon losgelassen. So, meine Rewards oder was? Jetzt meine Rewards. So, wir gehen rein. Flash plus. Mbappé, 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 Mbappé. Oh, Gökeres in Form. Gökeres. Hä, was? Ihr labert. Was? EA Sports, ich liebe euch. Hä, warum kostet der so viel? Ey, ich liebe EA Sports, das sind die besten. Nächster Pick. Ja, loslassen. Aha, ich habe Walker geskippt. Pajor. Ich sag, mein Hero-Pick könnte scheppern, ja. Wir gehen rein, 75 auf 75. Kein Trailblazer, aber vielleicht Info von Gökeres. Kane, das ist Kane, ich erkenne das mal wieder. Wer zur Hölle ist ZOM Spanien?
Ich weiß es nicht. Olmo in Form. Oh mein, gestachte Proteas kurz. Wir gehen rein, 50/50. Kein Walkout. Ja, schöne Sache. Ich bin zufrieden. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in FC 25 zufrieden mit meinen Rivals Rewards. Ich habe mit ungefähr so 400.000 gemacht. Chat, das ist das Centurion-Team. Passt auf. Rotary wird wahrscheinlich der beste ZM im Spiel sein. Goldkarte fand ich ja schon geisteskrank, okay? Rotary Geistes. Hansen crazy. Donnarumma, cool, dass auch mal ein Torwart eine Promokarte kriegt. Son richtig geil. Modric, Digga, auch geil. Modric auch unnormal geil. Renat auch unnormal geil. Rafael Leao auch krass. Also kann sein, wirklich das erste Mal. Digga, warte mal. Sinclair, okay. Bruno auch krass. Thomas Müller ist cool. Gehört auch mal dazu. Jonathan Tah ist für VBL geil, aber andererseits halt Leverkusen-Spot, ne? Ey, kann sein. Also, ich habe bisher jedes Mal gesagt, dass die Promo-Teams nicht so geil waren. Ich fand wirklich, also Trailblazer fand ich richtig Müll. Da war ja gar nichts gefühlt dabei, was wirklich so krass war. Das hier ist crazy jetzt. Also Centurions ist crazy. Sogar so crazy, dass ich sage, es könnte sich sogar lohnen, WL-Rewards eigentlich nicht zu öffnen und dann bei Centurion zu öffnen. Auf dem Freitagabend. Jonathan Tah, dann Lea Schiller. Also ab hier ist dann halt der Bruch. Emre Can, interessant. Aber man muss halt sagen, guck mal, du hast ein Rotri, Hansen, Son, Leao 4, Modric sehe ich auch noch ein 5, Bruno 6. Digga, du hast 6 Spieler, wo ich sage, es kann krass sein. Und dann kommt irgendwie noch so Ballon d'Or Event, aber ich glaube, Ballon d'Or sind nur Leihkarten, habe ich gehört. Das ist geistkrank. Das Team ist echt cool. Also hier jetzt mal Van Dijk ziehen wäre nicht schlecht. Oder James. Gib mir James. Passt. Ich habe auch ein bisschen gehofft, muss ich sagen, aber... Hero Pick. Let's go. Heide. Guter Linksverteidiger, oder? Das ist ein guter Linksverteidiger, Chat. Das ist ein guter Mann. Warum sagt ihr so? Er linkt sogar zu den Frauen. Anscheinend kommt diese SBC von Veron und ich sage euch so, wie es ist. Es könnte sein, dass wenn er diesen Playstyle hat oder vielleicht langer Pass und wirklich solche Werte, dass er krass wird. Könnte wirklich geisteskrank werden. Dann hier kommt Ballon d'Or Event. Ihr seht, es werden halt Leihkarten immer, so wie ich das verstehe. Also es wird ein komplettes Leihkarten Event. Ich glaube, man kann sich hier so Leihkarten erspielen und vielleicht irgendwie eine SBC oder so. Aber man kann sie auf jeden Fall nicht ziehen. Ich bin gespannt, ob das passiert. Bon Marti wäre so krass. Wann soll das kommen? Jetzt auch morgen. Dann hatten wir hier die ganzen Icons. Also hier sind dann die ganzen Icons. Wir haben Ribéry. Ist ein sehr cooler Icon, würde ich sagen. Mit Finesse, Playstyling Gold. Nice. Dann Fody habe ich ja selber gespielt. Fand ich eigentlich auch gut. Dann Laudrup. Ja. Ist nichts Besonderes. Ich sage, dieser Bruiser oder Kante auf Deutsch. Playstyle ist richtig underrated. Ich fand das schon bei Rüdiger richtig krass, wenn das in Gold war. Ich glaube, Kempe wird richtig gut sein. Van der Sar kommt auf den Playstyle an, was er bekommt. Aber Van der Sar könnte jetzt auch dann vielleicht sogar besser als Courtois werden. Van Nistelrooy, ja, ist okay. Schweinsteiger kommt halt ganz auf Playstyle und Werte wieder an. Beckham wird auch eigentlich nicht spielbar sein. Nedved auch nicht. Zambrotta ist immer cool. Crespo Müll und Veron wird halt als SBC kommen. Ne? Da bin ich mal gespannt. Ja, aber was sagt ihr denn? Ich finde es eigentlich nice. So, Chat, ich gehe jetzt aber offline. Morgen bin ich um 9 Uhr morgens live in der Weekend League. Eventuell komme ich heute Abend nochmal live. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Passt euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, Leute. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein. Denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.